natürlich eine Vorrang, so ein großes Fest zu haben, mit Superinen und Pissarzins oder dann doch auch Molten sprechen, Lüge sprechen. Solche Größen sieht man nicht oft auf einen Fleck. Und wenn Sie mal rumgucken, der Ausblick ist gigantisch und natürlich das Gebäude historisch auch extrem geeignet für solche Feste. Natürlich freut es mich, erwartet fast nicht, aber das Wetter spielt natürlich mit, es ist ein herrliches Wetter und man merkt, dass in Deutschland noch ein Ruck durchgeht, dass es so wie es die letzten Jahre ging oder seit den 90er Jahren ging, nicht mehr weitergeht und dass es eine Alternative benötigt, auch in der Politik und dass uns hier natürlich auch Politiker aus anderen Couleur zusprechen, wir Sarrazin ist ja auch unserer Meinung, was es betrifft und es ist bei den Politikern, aber im Großen und Ganzen sind die meisten natürlich AfD-Anhänger hier in der Veranstaltung. Und ich finde es eigentlich schon sehr positiv, dass sich da was nach vorne bewegt und auch, dass die Alternative da was mitbewirken kann. Also wir haben ja 7 Regierungsbezirke, bei uns werden die Listen nach Regierungsbezirken aufgestellt. Heute läuft aktuell die Wahl des letzten Regierungsbezirks, das ist Oberbayern, der macht fast 50% der Wähler aus. Der ist sehr entscheidend für uns. Es gab kleine Rangeleien, aber ich glaube, das ist normal, bis die Liste steht. Wenn dann die Liste steht, wird sich das abflachen und dann steigen wir richtig ein im Wahlkampf und werden natürlich auch den Wählern klar machen, dass die CSU das nicht mehr hält, was sie immer versprochen hat, sondern dass wir die einzige Partei sind, die das hält, was die CSU verspricht. Und deswegen müssen die Leute AfD wählen in dieser Landtagswahl. Sie haben es in der Frage schon gesagt, scheint. Er scheint nur konservativer. Er holt jetzt alle Sachen raus, die die CSU mit Füßen getreten hat die letzten Jahre. Er behauptet irgendwas von einer Grenzschutzpolizei, was ihm rechtlich gar nicht zusteht. Des Weiteren ist ja die Bundespolizei bei uns Gott sei Dank vor Ort an den Grenzen zu Österreich. Macht zwar nur stichprobenartig Kontrolle, hat aber 2500 Mann vor Ort. Söder macht Werbung mit 500 Mann. Also ich weiß nicht, was er mit 500 Mann will. Will er dann die Bundespolizei heimschicken und will es mit 500 Mann besser machen als die Bundespolizei mit 2500 Mann, die gleichzeitig auch noch die Bahnhöfe schützen. Also alles, was er da rausplaudert oder jetzt auch mit den Kreuzen in den öffentlichen Gebäuden, was ich grundsätzlich begrüßen würde, aber seine Partei, unter anderem auch er, war es, der dafür gesorgt hat, dass die Kreuze da rauskommen und jetzt aus populistischen Gründen oder aus Wahlkampfgründen das wieder aufzugreifen oder mit seinem Wohnungsbau, sozialen Wohnungsbau, den er verspricht. Er war damals Finanzminister, wie die Wohnungen verkauft wurden. Er hat das Geld eingesackt und jetzt will er es andersrum machen. Und sagt aber nicht, ich stehe mir einen Fehler ein. Ich habe einen Fehler gemacht. Nein, er macht ja das populistischen Gründen. Und ich glaube, die Wählerschaft und die Bevölkerung merkt das und lässt sich von der CSU oder von der SPD nicht mehr belügen, was sowas betrifft. Und deswegen gehe ich davon aus, dass wir in Bayern ein sehr gutes Ergebnis holen werden, was auch wichtig ist für die Zukunft für 2019, Europawahl und dann unsere drei stärksten Landesverbände mit Thüringen, Sachsen und Brandenburg. Wir haben ja heuer noch Fußball-Weltmeisterschaft. Der Deutsche neigt dazu, dass er während größeren Aktionen, was Fußball betrifft, noch weniger Interesse an Politik hat, als er vorher schon hat. Man muss dann auch gestehen, wir haben im Bundestag genau 4 Sitzungswochen während der Fußball-Weltmeisterschaft. Wir werden dann verkünden, was die Blockparteien dann wieder alles durchdrücken, was immer bei Weltmeisterschaften oder bei Europameisterschaften, vor allem im Fußball, passiert. Wir werden es dann verkünden und wir werden nach dieser Fußball-Weltmeisterschaft alles offenlegen, was die Blockparteien wieder versuchen zu vertuschen. Und dann beginnt der Wahlkampf richtig und dann klären wir die Wähler auch in Bayern.